Mundartgedichte, Geschichten, Interviews, Märchen, Sagen und Legenden. Karpatenfunk. Hallo und herzlich willkommen zum Karpatenfunk, dem Podcast des Karpatenblattes, des Magazins der deutschen Minderheit in der Slowakei. Mein Name ist Katrin Lütschko und ich bin die Chefredakteurin des Karpatenblattes. Bei mir ist heute Max Rössler, IFA-Kulturmanager. Hallo. Um was geht's denn heute, Max? Ja, du wirst ganz viel erzählen. Es wird nämlich um das Kultur- und Begegnungsfest gehen, das jetzt vom 23. bis zum 25. Juni stattgefunden hat. Und wo du eben zu Besuch warst, in Kesmark. Genau, in der Zips. Los geht's. Kannst du mir vielleicht erst erklären, was ist denn das Kultur- und Begegnungsfest überhaupt? Das Kultur- und Begegnungsfest ist das größte Fest der Karpatendeutschen in der Slowakei, also das größte Festival der deutschen Minderheit in der Slowakei. Also das Hauptprogramm ist am Samstag und da kommen ganz viele Sing- und Tanzgruppen aus der ganzen Slowakei zusammen, aber auch aus dem Ausland, auch von anderen Minderheiten und feiern da gemeinsam. Es gibt aber auch ein ganz reiches Begleitprogramm. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel eine Ausstellung eröffnet über deutsche Presse in der Slowakei. Da war der Anlass 30 Jahre Karpatenblatt. Im Museum in Kesmark, Kesmarok, kann man sich die anschauen. Und es gab auch einen Empfang beim Bürgermeister und eine Deutschkonferenz, wo Deutschlehrer und Dozenten darüber gesprochen haben, wie es aussieht mit dem Deutschunterricht in der Slowakei. Und war das jetzt das erste Mal, dass das Kultur- und Begegnungsfest jetzt wieder stattgefunden hat seit der Pandemie? Genau. Eigentlich das 25. Mal hat das Kultur- und Begegnungsfest stattgefunden, aber jetzt hat es 2 Jahre hintereinander ausfallen müssen. Aber man hat schon gespürt, dass die Leute sich total gefreut haben, sich wiederzusehen und wieder zusammenzukommen und wieder gemeinsam Zeit zu verbringen. Und viele Leute hast du einfach die ganze Zeit über nicht gesehen. Manche konnten auch nicht mehr kommen, weil sie nicht mehr unter uns sind. Das ist natürlich für die Menschen sehr traurig. Aber umso schöner, dass jetzt das Fest wieder stattgefunden hat. Dann ist es natürlich nochmal ein ganz besonderes Jubiläum. Ja, wie war es denn dieses Jahr? Ich konnte ja leider nicht kommen. Weshalb? Werden wir später noch drauf eingehen. Vielleicht. Aber ja, erzähl mal, wie war's? Ja, ich fand es total schön. Wir hatten auch hohen Besuch. Zum Beispiel war die Botschafterin Deutschlands da und auch die Botschafterin Österreichs. Dann war auch der Vorsitzende des Verbandes der Germanisten und Deutschlehrer in der Slowakei dabei. Von der österreichischen Landsmannschaft waren mehrere Vertreter da. Also es war einerseits total schön, manche Leute wiederzusehen und andererseits fand ich total schön, dass das Kultur- und Begegnungsfest so, ich würde sagen, offener geworden ist. Also es gab da zum Beispiel nicht nur die karpatendeutschen Sing- und Tanzgruppen, die so zum Standard gehören auf dem Kultur- und Begegnungsfest, sondern es ist zum Beispiel auch die Kaschauer Klezmer-Band aufgetreten mit jüdischer Musik. Ja, das ist eine echt wirklich schöne Entwicklung, dass man das Ganze nochmal öffnet und einfach die Vielfalt von Kulturen im Zusammenhang auch mit Minderheitenkulturen und dann der karpatendeutschen Kultur natürlich im besonderen Fokus feiert. Das klingt sehr, sehr schön. Und die deutsche Botschafterin Barbara Wolf hat auch in ihrer Ansprache hervorgehoben, dass ihr das besonders gut gefallen hat, dass das ein multikulturelles Festival ist. Da können wir mal kurz reinhören. Ich finde es auch schön, dass an diesem Fest hier heute nicht nur die deutsche Minderheit, sondern auch andere Minderheiten teilnehmen. Der Schutz der Minderheiten und die Toleranz ist eine Aufgabe für uns alle. Es ist eine Aufgabe für den Einzelnen, es ist auch eine Aufgabe für den Staat und deswegen auch an dieser Stelle herzlichen Dank an die slowakische Regierung für die Unterstützung dieser Veranstaltung. Und es ist auch wichtig, daran zu erinnern, deswegen bin ich auch froh, dass die Fahne Europas hier hängt, dass der Respekt der Minderheiten ein ganz wichtiges Prinzip unserer Europäischen Union und unserer europäischen Einheit ist. Ich
mache natürlich vor allem ja Jugendprojekte, deswegen interessiert es mich ganz besonders. Wie sah es aus mit der Jugend? Gab es da auch Auftritte von Jugendgruppen oder wie war die Jugend dort vertreten? Ja, also das Kultur- und Begegnungsfest ist ja schon traditionell so ein Fest, wo sowohl Jung als auch Alt auftritt. Dieses Jahr waren auch die ganz Jungen dabei, die Erstklässler von der Grundschule in Kessmark, die waren sehr süß. Oh, allerliebst. Und dann auch von der Oberzips und der Unterzips verschiedene Tanzgruppen. Und wir hatten auch von der ungarndeutschen Jugend eine Tanzgruppe da. Das war super. Ach cool. Aus Südungarn. Die sind mit dem Martin Surman-Majetski gekommen. Das ist der stellvertretende Vorsitzende des Jugendverbandes der Ungarndeutschen dort. Und der ist schon zum dritten Mal in der Slowakei gewesen. Der war beim Jugendfest auch mit einer Tanzgruppe. Und auch beim letzten Kultur- und Begegnungsfest mit einer anderen Tanzgruppe. Und Hubert hat sich während des Festivals kurz mit ihm an den Rand gesetzt und hat ihm ein paar Fragen gestellt. Da hören wir jetzt mal rein. Wir befinden uns heute auf dem Kultur- und Begegnungsfest in Kessmark. Warum bist du heute hierher gekommen? Ja, eigentlich das ist schon das dritte Mal, dass ich bei einem Fest der Karpatendeutschen mit einer ungarndeutschen Tanzgruppe mit dabei bin. Zuerst waren wir 2019 bei dem Jugendfest. Ja, leider hat die Pandemie unsere Teilnahme und das ganze Fest praktisch verhindert. Deshalb mussten wir 2 Jahre lang auf ein Wiedersehen hier in Kessmark warten. Aber es freut mich, dass wir wieder hier zusammen feiern können. Jetzt bin ich mit einer ungarndeutschen Tanzgruppe aus Bonhard, aus Südungarn gekommen. Sie gehören ja zu den Besten in Ungarn, sowohl in dem Volkstanz als auch in der Traditionspflege. Wir verbinden unseren heutigen Auftritt auch mit anderen Elementen. Also wir waren gestern in Chemnitz bzw. in der Hohen Tatra und morgen fahren wir nach Hobkarten und nach Bartfeld und Kaschau. Also es ist wieder ein schönes Erlebnis hier in der Slowakei unterwegs zu sein. Und wie viele Mitglieder habt ihr im Verein und jetzt in der Tanzgruppe und wie alt sind die? Ja, wir sind eigentlich anders aufgebaut als die Karpatendeutsche Jugend. Wir gehören nicht direkt zu der Landesverwaltung der Ungarndeutschen. Wir sind ein landesweiter Verein, also ein selbstständiger Verein. Und wir haben mehrere Mitgliedorganisationen als Gemeinschaft junger Ungarndeutscher. Und heutzutage haben wir eigentlich so ungefähr 15 Mitgliedorganisationen landesweit. Und ich versuche jedes Mal eine andere Organisation von uns mitzunehmen. Aber ich leite selber auch einen Freundeskreis in meinem Heimatort Hartyan, Újhartyán in Mittelungarn. Und ja, wir warten eigentlich auch auf die karpatendeutschen Jugendlichen. Also sie sind jedes Mal herzlich willkommen bei uns. Patrick Lompard zum Beispiel, er hat mich schon persönlich besucht. Hoffentlich kommen sie auch mit einer größeren Delegation in diesem Jahr oder nächstes Jahr. Und wie alt sind die Mitglieder? Es gibt bei uns auch einen Verein für die ungarndeutschen Kinder. Wir beschäftigen uns vor allem mit den Schülern bzw. zum Teil auch mit Studenten. Es gibt auch mehrere Tanzgruppen und Blaskapellen in unseren Reihen, aber zum Beispiel meine Mitgliedorganisation ist sozusagen ein Heimat- und Brauchtumsverein, ich würde das so bezeichnen. Wir setzen uns für die Pflege der ungarndeutschen Traditionen bzw. für die Revitalisierung von bestimmten Bräuchen ein. Und das ist ja auch wichtig. Und ich denke, also, dass wir in der glücklichen Lage sind, dass bei uns noch viele Jugendliche aktiv sind. Und so besteht eine größere Chance, dass auch das Ungarndeutschtum eine Zukunft in Ungarn hat. Wir haben Anfang des Sommers und welche Pläne habt ihr jetzt für die Sommersaison? Ja, für mich sind die internationalen Kontakte von besonders hoher Relevanz. Also ich setze mich dafür ein, dass wir mit unseren Nachbarländern mehrere Kontakte ausbauen. So kam es auch zu unserer Freundschaft mit den Karpatendeutschen, aber auch in Rumänien pflegen wir zahlreiche Freundschaften. Also in diesem Sommer bin ich jetzt hier, aber wir kommen auch zum Jugendfest mit einer anderen Tanzgruppe. Ich fahre auch 2-mal nach Rumänien, einmal zu einem Trachtenfest nach Szatmár, ebenfalls mit einer Tanzgruppe von uns. Und wir fahren auch auf die schwäbische Kirchweih in Detta
mit meinem ungarn-deutschen Jugendverein. Und ich habe eine persönliche Frage. Du hast gerade deinen Abschluss gemacht und du wirst jetzt arbeiten. Wie ist es für dich? Wie kann man deine Arbeit mit dem Verein verbinden? Ist es schwer für dich oder nicht? Also ich denke, dass die beiden Bereiche Arbeit und Vereinsarbeit einander gut ergänzen. Also ich bin momentan am Deutschen Nationalitätengymnasium in Budapest. Dort unterrichte ich Geografie in deutscher Sprache und Volkskunde auch. Aber freitags bin ich zu Hause in meiner ehemaligen Grundschule. Dort unterrichte ich Volkskunde in der 7. und 8. Klasse mit diesem Ziel, damit ich den Nachwuchs sichern kann für meinen Verein. Ich organisiere mehrere außerschulische Projekte. Ich versuche, meinen Verein und unsere Tätigkeiten so gut wie möglich vorzustellen, damit sie auch Lust bekommen, mitzumachen. Also ich denke, dass ich mich eben deshalb für ein Lehramtsstudium entschieden habe, weil ich so auch gesellschaftlich aktiv sein kann und ich mich jeden Tag für die ungarn-deutsche Zukunft sowohl in Hatyan, in meiner eigenen Gemeinschaft, aber auch landesweit einsetzen kann. Also ich bin halt so ein Typ, ich brauche immer die Gemeinschaft und das motiviert mich, diese ganze Mission fortzusetzen. Und wir haben in der Slowakei großen Problem mit dem Nachwuchs, vor allem in den Dörfern, dass die Kinder in der Tanzgruppe sind und später wegziehen in die Großstadt, wo sie dann später studieren. Was machst du oder was macht der Verein gut, dass ihr so viele Mitglieder und Jugendliche habt? Wir sind in der glücklichen Lage, dass die Ungarn-Deutschen noch in einer hohen Anzahl im Land vertreten sind. Also wir haben eine größere Basis. Das ist schon wichtig. Und also nach der ungarischen Wende wurde so erlebt, dass Ungarn-Deutsch zu einer Renaissance. Es wurden zahlreiche Jugendvereine gegründet. Also wir hatten schon einen tollen Hintergrund. Natürlich in der heutigen Zeit, besonders nach der Pandemie, ist diese Gemeinschaftsarbeit noch schwieriger geworden. Es ist noch schwerer, die Jugendlichen anzusprechen. Also wir kämpfen auch natürlich mit einigen Herausforderungen. Aber naja, also ich bin mir sicher, wenn vor Ort zum Beispiel 10, 12 Jugendliche schon sich für einen gemeinsamen Zweck einsetzen, wenn sie sich zusammenschließen, dann können sie wirklich viel erreichen. Und das ist schon unsere Arbeit, also die Arbeit von den Leitern, dass sie diese richtigen Personen finden. Kultur- und Begegnungsfest ist eigentlich immer eine Feier und wie ein Geburtstag. Was würdest du den Karpatendeutschen Verein und den Kultur- und Begegnungsfest wünschen? Das ist immer eine tolle Veranstaltung. Mir gefällt es super, dass hier alle Ortsgruppen sich treffen, alle Vereine, praktisch alle Kulturgruppen hier auftreten. Bei uns gibt es sowas nicht. Wir sind vielleicht schon zu groß. Und es gibt bei uns schon zu viele Veranstaltungen. Also wir als Gemeinschaft Junger Ungarn-Deutscher, wir versuchten mehrmals so eine Landesjugendfest ins Leben zu rufen. Es scheiterte. Also bei euch funktioniert das Jugendfest super gut. Also manchmal ist es auch gut, wenn man kleiner ist und wenn man die Menschen direkt ansprechen kann. Es wäre toll, bei uns auch mehr zusammen zu unternehmen und einander besser kennenzulernen. Ich fühle mich immer super gut. Es gefällt mir, dass die Karpatendeutschen so offen sind gegenüber uns. Ich habe schon richtig viele Freunde hier in der Slowakei. Sie empfangen mich immer besonders herzlich und das Land ist einfach atemberaubend schön. Also ich habe der Gruppe gesagt, die Slowakei, ein kleines, großes Land. Das ist ja auch richtig so und die historischen Wurzeln sind da. Also wir haben viel Gemeinsames und wir können darauf auch eine gute Zusammenarbeit für die Zukunft aufbauen. Spannend, wie so die deutsche Kultur dann überall ihre verschiedenen Ausprägungen hat und Gemeinsamkeiten und eben auch Unterschiede. Ja, das ist schon toll, wie das so grenzübergreifend funktionieren kann. Das ist super. Aus Hauptgarten war zum Beispiel die Lustige Jugend dabei. Das ist eine Singgruppe, die singt in der Mundart von Hauptgarten.
Und Maria Rechtenwald betreut die. Maria Rechtenwald ist die Vorsitzende der Oberzips, wo auch Kesmark liegt. Und ich habe sie gefragt, was sie denn für einen Eindruck vom Kultur- und Begegnungsfest hatte. Wir sitzen jetzt vor der Burg in Kesmark, Keszmarok, mit Maria Rechtenwald. Maria Rechtenwald ist die Vorsitzende der Region Oberzips des Karpatendeutschen Vereins. Und in der Oberzips liegt auch Kesmark. Also das ist dein Fest quasi, eines deiner Feste. Und das Kultur- und Begegnungsfest in Kesmark ist das größte Fest der Karpatendeutschen in der Slowakei und hat dieses Jahr zum 25. Mal stattgefunden. Geht jetzt langsam zu Ende. Wie würdest du das Fest bewerten? Ich bin sehr froh, dass wir uns hier wieder getroffen haben. Fast alle Gruppen, die schon in Hopgarten den Kultursommer geöffnet haben. Ich bin auch sehr begeistert, dass hier sehr viele auch von anderen Minderheiten haben, die Gruppen von Ungarn, die Jüdische, und dass eine so gute Zusammenarbeit ist, auch mit allen 5 Regionen. Und wir unterstützen unsere Muttersprache mit den Tänzen, mit den Liedern, die Bräuche, die Sitten und übergeben der jungen Generation. So mit unseren Aktivitäten, jede Region hat Projekte und die größten Projekte sind in der Oberzips Hopgartenfest und das Landestreffen. Und dann haben wir gleich in Metzenseifen die Kulturtagen und dann in Hauerland. Und das ist jetzt zum 25. Mal gewesen. Siehst du da auch eine Entwicklung, wie sich das Festival verändert hat in den Jahren? Ich habe schon ein bisschen befürchtet, weil wir 3 Jahre war wegen der Pandemie, haben wir auch unsere Aktivitäten verlegen oder ganz streichen müssen. Und ja, da haben wir jetzt auch erwartet, ob die Aktivitäten wieder erleben. Aber wirklich, wir sind sehr froh und begeistert, dass das Leben in den Karpatenverein wieder erlebt und dass wir wieder weiter unsere Tätigkeiten machen werden. Wir sitzen ja hier im strahlenden Sonnenschein eigentlich. Wir haben uns ein bisschen Schatten gesucht. Was würdest du sagen, wie war die Stimmung heute? Ich war sehr begeistert und die Leute haben sich gefreut und das Wetter hat auch mitgemacht. Die Stimmung war wirklich groß, weil nach 3 Jahren haben wir uns wieder fast alle gesehen, wo wir uns 3 Jahre nicht getroffen haben. Und jeder war froh und begeistert. Ich muss mich auch bei den Chorleitern bedanken für die Mühe und für die Arbeit, für die Zeit. Ist ja schon toll, dass die Leute teilweise so lange Fahrten auf sich nehmen, um sich hier zu treffen. Finde ich super. Maria, du leitest ja auch eine Singgruppe in Hopgarten selber. Hopgarten ist ja die Gemeinde in der Slowakei mit dem höchsten Prozentsatz an Angehörigen der deutschen Minderheit laut der letzten Volkszählung. Wie ist das denn, mit den jungen Leuten zu arbeiten und ihnen da solide in der Mundart beizubringen? Wir sind aufgetreten überwiegend mit den Liedern in der Mundart. Viele von den Liedern habe ich zusammengestellt. Ja, die Muttersprache von den meisten ist die, die Mütter Slowaken haben. Die sprechen Slowakisch, aber in jedem Haus spricht jemand Mundart und die hören, auch wenn sie nicht sprechen, aber die hören diese Mundart und die wissen, um was es geht. Und mit den Liedern und auch Gedichte habe ich zusammengebracht. Mit denen üben sie die Muttersprache und dann bringe ich denen die näher. Wie reagieren die da? Ja, das gefällt ihnen, weil sie das vergleichen auch mit den Deutschen und dann wissen sie gleich, aha, so sagt man das Deutsch und das ist Hopgärtnisch. Also das macht Spaß. Und magst du uns mal was sagen auf Hopgärtnerisch? Ich sei sehr froh, dass hier das Fest hier in Tjesemorch gut davon ist. Thank you.
Hättest du das jetzt verstanden, das Hauptgärtnerisch? Puh, wahrscheinlich nicht. Also ein paar Worte konnte ich schon ausmachen, aber der ist schon ein ganz, ganz eigener Dialekt. Wie sieht's bei dir aus? Konntest du das verstehen? Also so manchmal versteht man es, aber bei dem Lied ist es, glaube ich, schon echt schwierig. Aber es klingt total schön, finde ich. Max, sag mal, warum warst denn du eigentlich nicht auf dem Kultur- und Begegnungsfest? Warst du schon wieder im Urlaub? Na, nee, ich hatte leider zu tun, ich wäre gerne gekommen. Aber was genau, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Oh, du machst es aber spannend. Ja, dann schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge hört ihr am letzten Juli-Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt und auf karpatenfunk.sk. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Ciao.